Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, heute ist es leider ein regnerischer Tag, was so ein bisschen zu meinem Kopf passt, weil ich heute schon den dritten Tag Migräne habe. Aber ich wollte euch nicht noch länger auf neue Folgen warten lassen. Deswegen seht es mir ein wenig nach, wenn ich nicht ganz so konzentriert bin. Ich habe jetzt nur Eis um meinen Kopf herum, so müsst ihr euch das vorstellen, und darüber meine Kopfhörer. Wir haben Blumen bekommen. Erfolg, grünster Park. Glückwunsch an alle Talbewohner. Zum Erreichen des Erfolgs, grünster Park. Anbei findet ihr eure Belohnungen. Stellt sicher, dass ihr noch Platz im Inventar habt, bevor ihr sie einfordert. Als Teil unseres Sternenpfads der Disney Parks fordern wir alle Talbewohner heraus, unsere eigenen Dreamlight Parks zu bauen, indem ihr eine Vielzahl von verschiedenen Gegenständen verwendet. Sobald die Meilensteine die Herausforderungen erreicht sind, werden aufregende Belohnungen an die Posteingänge aller Spieler verschickt. Auf unserer offiziellen Webseite erfahrt ihr, wie ihr teilnehmen könnt. Ja, nehmen wir doch gerne an. Können wir jetzt nicht angucken, aber ich denke mal, von Optik her kann man schon. Habe ich das jetzt angenommen? Kann man schon erkennen, was es. Quatsch, was mache ich denn hier? Was es genau ist. Ja, genau. Die Blumen sind jetzt im Inventar. Ja, dann würde ich sagen, dass wir die aber jetzt erstmal kurz wegbringen. Verzeiht mir auch meine kratzige Stimme, aber ich glaube, das hat so ein bisschen auch mit der Migräne zu tun. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich glaube, das war generell das Falsche. Hier sieht es besser aus, genau. Die Farben auch nicht. Blau ja, das heißt, die müssten wir theoretisch aber noch hier reinbringen können, oder? Die ja. Ach so, die ist voll. Verstehe. Dann würde ich fast sagen, dass wir die einmal austauschen und die dann hier hinten reinsetzen. So, wir wollen in dieser Folge aber natürlich keine Blumen hin und her verschieben, sondern wir suchen uns jetzt erstmal Simba. Da ist er schon. Diesmal muss er uns nicht erschrecken. Diesmal sprechen wir ihn direkt an. Simba steht auch schon draußen. Sehr schön. Könntest du mir vielleicht helfen? Hallo? Hi, Gameplayerin. Hast du Zeit, mir zu helfen, mehr über meine Vergangenheit hier im Tal herauszufinden? Natürlich. Danke. Ich erinnere mich an kaum etwas. Aber ich weiß, dass es für das Tal sehr wichtig ist, dass ich meine Vergangenheit wiederentdecke. Ich weiß, dass ich hier irgendeine wichtige Rolle gespielt habe. Ich war für etwas verantwortlich, genau wie Nala gesagt hat. Ich würde gerne herausfinden, was es war, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wir brauchen jemanden, der sich an alles über das Tal erinnert. Jemanden, der vor dem Vergessen geschützt war, weil er in einer riesigen Schädelgrotte gefangen war. Wir brauchen Scar. Keine Sorge, ich werde mit ihm sprechen. Bleib du hier. Ich werde mit ihm reden. Ich weiß, dass man bei ihm vorsichtig sein muss. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Wenn es sonst niemanden gibt, der sich an meine Vergangenheit erinnert, dann musst du wohl wirklich mit ihm sprechen. Mach's gut. Hey, hallo. Ja, nicht so ganz. Es tut mir leid, aber ich wollte fragen, ob wir abhängen, Simba. Das heißt, du musst so oder so mitkommen, damit ich dich danach dann eventuell noch leveln kann. So, Scar. Ist Scar überhaupt bei sich in der Höhle? Ja, er scheint da zu sein. Schauen wir mal. Aber auch lustig, wie sich das Wetter ans reale Wetter angepasst hat, hä? Scar sollte doch in der Höhle sein. Hallo? Scar? Wo hast du dich versteckt? Och, Scar! Mensch! Oh, Simba! Ich muss Oh, den wie anvisieren gut können. du bist es. Oh, Gameplayerin, du bist es. Oh, was willst du denn jetzt? Simba möchte sich mehr an seine Vergangenheit im Tal erinnern. Du warst in deiner Höhle am meisten vor dem Vergessen geschützt. Woran erinnerst du dich? Oh, an so viel. So viel, dass Simba sich wahrscheinlich wünschen wird. Ich hätte es nicht getan. Also, mal sehen. Oh ja, vor dem Vergessen hast du Simba den Auftrag erteilt, den Dreamlight-Baum zu beschützen. Er war ein Zufluchtsort für all die leckeren, zerbrechlichen Kreaturen im Tal.
Aber dann kam die Nachtdorn und anstatt zu bleiben und das zu tun, was er sollte, rannte Simba davon, zurück zum Königsfelsen und der Dreamlight-Baum verdorrte. Es muss einen Weg geben, alles wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht. Nur du kannst den Fehler meines Neffen beheben. Oh, aber richtig, du erinnerst dich auch nicht. Du erinnerst dich auch nicht an die Samen vom Dreamlight-Baum, aus denen weitere Bäume sprießen. Natürlich hast du verhindert, dass jemand sie jemals findet. Es ist, als würdest du niemanden vertrauen. Nicht einmal mir. Niemanden vertrauen? Diese Samen vom Dreamlight-Baum müssen etwas Besonderes sein, wenn ich das Gefühl hatte, sie verstecken zu müssen. Wo sind sie? In den Minen unterhalb der sonnigen Ebene. Du hast sie in einen sehr geheimen Raum versteckt. Hoffen wir für alle, dass du es schaffst, sie zu finden. Kusch, kusch. Ich bin fertig mit dir. Okay, ich dachte eigentlich, dass er nicht weiß, wo die sind. Aber er weiß zumindest schon mal, dass die irgendwo hier in der Mine drin sind. Es ist für uns jetzt allerdings wiederum gut. Ja, jetzt haben die das mit der Wasseranimation ja auch. Cool. So, ist jetzt nur die Frage, wo? Suche in den Minen auf der sonnigen Ebene nach einem geheimen Eingang. Einen geheimen Eingang. Hier leuchtet es. Das könnte ein geheimer Eingang sein, oder? Hallo, geheimer Eingang. Cool. Interagiere, ich habe gerade gelesen, ignoriere. die Zeichnung an der Wand, den Tisch voller Röhrchen und Becher. Da muss ich jetzt aber, ich weiß, das ist jetzt total gemein. So. So. wie war das jetzt? Mit T. Und. Genau, ausblenden, damit ich überhaupt was sehe. Nein, guck nicht so doof. So. So. Weil das finde ich einen coolen Ort und ich weiß, wie mache ein Foto zusammen. Ich habe gar kein Foto zusammen gemacht, aber egal. Ich weiß nämlich nicht, ob die Sachen sonst gleich weg sind. Es sieht aus wie eine Art Bekanntmachung. Vielleicht kann dir jemand helfen, das Ganze zu verstehen. Eine Art Bekanntmachung. Das sind verschiedene Tiere. Magische Pulver, also beziehungsweise Mixturen und Samen oder sowas. Der Tisch voller Röhrchen und Becher. Röhrchen und Becher. Okay, das sah mir jetzt nicht nach Röhrchen und Becher aus, aber okay. Ein kompliziertes Gewirr von Röhrchen und Bechern. Nimm den größten Teil des Tisches ein. Nimmt. Du bemerkst, dass an zwei Stellen noch etwas Platz ist, um etwas anderes hinzuzufügen. Allerdings bist du dir nicht sicher, was. Ja, das ist richtig. Zwei Flaschen müsste man da reinstellen. Hier kann man aber sonst nichts machen, ne? Dass man irgendwas... hier sind so viele schöne Sachen zu... Oh, Moment. Die Seiten sind mit Zeilen über Zeilen eines fast unleserlichen Gekrakels bedeckt. Aus den Zeichnungen geht hervor, dass das Buch von Pflanzen handelt. Okay, das ist schon mal gut. Würde ich sagen, dass wir mal mit Merlin drüber sprechen. Oh, der geheime Eingang ist gar nicht mehr so geheim. Der ist jetzt offen. Entschuldigung. Ja, steht auch oben, dass wir mit Merlin drüber sprechen sollen. Perfekt. Dann machen wir uns doch mal auf. Ist er denn zu Hause? Ja, er ist eigentlich fast immer zu Hause. Das ist sehr schön. Also insofern schön, dass wir ihn dann auch wiederfinden. Merlin, ich brauch dich nochmal. Ich mach dir erstmal den Weg frei. Moment. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Nee, ich brauche jetzt erstmal deine Hilfe, Merlin. Vergiss nicht, dass der Brunnen einer Quelle größere Macht ist. Vergiss nicht, dass der Brunnen eine Quelle großer Macht ist. Nutze die Magie, die er dir verleiht, weise. Ja. Müsste das sein? Ah, Gameplayerin, du siehst aus, als ob du auf der Suche nach Wissen wärst. Wie kann ich helfen? Ich habe diesen Raum unter der sonnigen Ebene gefunden, mit Samen darin und... Der Raum des Kräutersammlers! Welch wunderbare Neuigkeit! Den hatte ich ganz vergessen.
Ich wollte den Samen vom Dreamlight-Baum für Simba holen, aber er steckt in einer Maschine in diesem Raum fest. Ich brauche deine Hilfe, bitte. Keine Sorge, Gameplayerin. Der Raum, über den du gestolpert bist, ist ein faszinierender Teil unserer Geschichte. In dieser Vergangenheit hast du ihn genutzt, um Experimente mit der Flora des Tals durchzuführen. Du hast den Raum versteckt, um die Experimente vor den neugierigen Blicken derjenigen zu schützen, die sie für ruchlose Zwecke nutzen wollen, wie Scar. Du wolltest einen Zufluchtsort für die Tiere schaffen und hast Simba ausgewählt, um ihn zu bewachen. Oh. Mit einem Ableger des Baumes über dem Brunnen am Hauptplatz hast du nach vielen Versuchen eine neue Pflanze namens Dreamlight-Baum geschaffen. Das ist ja alles schön und gut, aber wie hilft uns das jetzt bei unserem Problem? Ah, die Ungeduld der Tugend. Das wollte ich gerade erklären. Im Moment ist der Samen vom Dreamlight-Baum, nun sagen wir, er schlummert. Du musst ihn aufwecken, damit er neu ausgesät werden kann. Wenn ich mich recht erinnere, hast du ihm beim ersten Mal mit zwei Tränken Leben eingehaucht. Mit dem Wachstumstrank und dem Staubtrank. Wieso Staubtrank? Du brauchst Blaubeeren und Traumscherben für den Wachstumstrank, orangefarbenes Sumpfmilchkraut und Nachtscherben für den Staubtrank und noch ein leeres Fläschchen pro Tank. Ah! Sobald du sie zubereitet hast, musst du nur noch an die richtige Stelle im Raum des Kräutersammlers legen und die Maschine sollte den Rest für dich erledigen. Okay. Und jetzt auf, genau. Dann machen wir das doch mal. Achso, ich habe immer noch das Handy drin. Ups. Jetzt weiß ich auch, was hier die ganze Zeit so ein Klicker war. Also, Wachstumstrank. Auch da brauchen wir gar nicht so viel von. Das ist sehr schön. Okay, und den Staubtrank. Das ist zum Glück eine Pflanze, von der wir was mehr haben. Könnte sogar sein, dass das eine von denen ist, die wir bekommen haben. Lege die Tränke in den Dings hier, in den Raum. Okay. Wenn ich denn die Brücke überqueren kann. Also die Steine. Simba? Hast du dich rein teleportiert oder? Was war das denn gerade? Eieiei. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt finde ich den Raum nicht mehr. Das sah gerade so komisch aus. So. Einmal. Oder auch nicht, weil ich die falsche Taste drücke. Sag mir doch einer, dass ich rechts drücken muss. Ja. Ah. Sieht ein wenig eklig aus. Aber das sollen wohl die Samen sein. Ja, Samen vom Dreamlight-Baum. Okay. Hey, Gameplayerin, was ist das? Ein Samen vom Dreamlight-Baum. Damit können wir einen Dreamlight-Baum pflanzen. Das war deine Rolle, Simba. Früher hast du über ihn gewacht. Wir können ihn wieder auferstehen lassen. Wirklich? Fantastisch. Danke, dass du das herausgefunden hast. Aha. Ich werde aufpassen, dass niemand ihn zerstört oder frisst. Ich kenne die perfekte Stelle, um ihn zu pflanzen. In der Nähe des Teichs auf der sonnigen Ebene. Komm mit. Lauf vor, Simba. Lauf, kleines Kätzchen. Aber wenigstens ist das mal ein Spiel, wo man nicht den anderen reinrennt oder über den Haufen rennt. Ich habe so viele Spiele gehabt, wo ich jemanden folgen muss und dann stand ich auf einmal vor dem, weil der andere immer langsamer ist als man selber. Das ist auch immer ein bisschen komisch. Simba, du wolltest mir eine Stelle zeigen. Warte, ich komme sofort mit. Ich muss nur mal kurz die Truhe hier nehmen, ja? Wo aber nur Geld drin ist. Aber gut, Geld können wir auch mal gebrauchen. Aber keine Büsche, die im Weg stehen, über die man nicht drüber laufen kann. Oder durch die man nicht durchlaufen kann. So, wohin? Mir macht der Regen nichts aus. Nala allerdings. Ja. Ich soll ihn einfach irgendwo hier pflanzen. Okay. Das ist mal die richtige. Wie machen wir das denn? Ich weiß ja nicht, wie groß dieser Baum ist. Machen wir den mal so ein bisschen mittig hier vielleicht so. Ich habe keine Ahnung. So. Und den.
Ja. Gieße den Samen von Dreamlight-Baum. Muss ich nicht wirklich machen, oder? Ich mach's trotzdem nochmal. Ja, okay, damit das abgeschlossen ist. Kümmere dich um den Dreamlight-Baum, bis sein Wachstum abgeschlossen ist. Ja, irgendwie war mir das jetzt schon wieder klar. Das heißt, ich kann mal wieder nicht die Quest abschließen. Ich finde solche Quests immer noch tierisch nervig, die dann über mehrere Stunden oder Tage hinweg gehen. Aber für euch ist das ja kein Problem, weil wir sehen uns jetzt direkt wieder. Ich schneide das Ganze dann nämlich so zusammen, als ob keine Zeit vergangen wäre. Aber ich denke, dass das hässliche Wetter dann nicht mehr da ist. Hoffe ich zumindest. Bis gleich. Ja, wie ihr seht, ist es leider immer noch nicht so weit. Aber, obwohl wir schon 3 Tage gegossen haben und sich immer noch nichts tut, ich weiß, eigentlich wäre es wahrscheinlich überflüssig und heute Abend würde jetzt der Baum rauskommen. Aber ich habe einen Tipp bekommen und das war etwas, was ich zugegebenermaßen, glaube ich, selber schon gezeigt habe bei irgendeiner vorangehenden Quest und es einfach nur wieder vergessen habe. Hi, Buddy. Wir können einen, wo haben wir den denn? Ein wundersames Wachstumselixier herstellen. Das müsste das sein. Noch mehr, glaube ich, brauchen wir nicht, weil wir haben ja schon 3 Tage jetzt gegossen und es hat sich immer noch nichts getan. Wo ist denn da der Unterschied? Ach, das ist doppelt so kräftig, quasi, nehme ich an. Es ist auf jeden Fall doppelt so teuer. Ja, es ist sehr teuer durch die 10 Vitalis-Kristalle, aber ich sag mal, wir haben noch genug. Dreamlight leider auch sehr, sehr teuer. 500 braucht man ja dann doch auch wieder was, bis man das gemacht hat. Also wieder zurück gesammelt hat. Aber, achso, es wird jetzt nicht angezeigt, ich wollte gerade sagen. Aber ich möchte das trotzdem gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, 3 Tage sind ja eigentlich schon durch. Also normalerweise hätte der Baum schon längst stehen müssen. Dennoch, wie mache ich das denn jetzt überhaupt? Moment, benutzen. Ach so, okay. So war das. Und da muss ich einmal gießen. Kann ich das denn noch so da drüber machen? Nein, es funktioniert nicht, weil der schon gegossen war. Ist das jetzt dein Ernst? Oh, nee. Ja, es tut mir leid. Dann, müssen wir noch mal ein bisschen warten. Das heißt, ihr nicht. Ihr seht das Ergebnis sofort. Aber nur, weil ich weiß, dass Gameplayerin sonst sehr, sehr böse auf mich wäre. Kann ich mit dir sprechen? Ja, damit willkommen zurück. Der Baum ist soweit fertig und Hallo. Dummerweise ist jetzt gerade eine Zwischensequenz genau in dem Moment angegangen, wo ich einfach nur gegossen habe, was mich jetzt natürlich ehrlich gesagt ziemlich nervt. Also, ich habe den Baum jetzt insgesamt 4-mal gegossen. Beim letzten Mal war das jetzt mit so einem Wundertrank, was ich ja schon ja eben quasi erst erzählt habe. Und jetzt kam diese Sequenz, die leider nicht aufgenommen werden konnte, weil der Player nicht so schnell angegangen ist, wo wir leider nur noch die letzten 2 Sätze von mitbekommen haben. Es tut mir leid, darauf war ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das Ganze einfach nur wächst und wir dann zu Simba zurückkehren müssen. Ja, ich habe es jetzt auch gar nicht so richtig mitbekommen. Er hatte irgendwas gesagt von wegen Scar, lass den Baum in Ruhe. Aber mehr habe ich jetzt auch nicht mitbekommen, weil ich dann nach dem Player geguckt hatte, der dann gerade am Hochfahren war. Und naja, ist gerade etwas chaotisch hier. Gameplayerin, ich möchte mich für deine Hilfe bedanken. Du hast mir geholfen, Hinweise zu meiner Vergangenheit zu finden. Und jetzt haben wir den Dreamlight-Baum wieder. Ich freue mich schon darauf, wenn die Nektarvögel ihn bemerken. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, um herauszufinden, was im Tal nicht stimmt. Gleich nachdem der Baum gewachsen ist, habe ich... Naja, man könnte sagen, ich habe gemerkt, dass der Wind sich gedreht hat. Ich werde aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wenn ich etwas bemerke, sage ich dir Bescheid. Hey! Bis später, Gameplayerin. Ziemlich cool, was? Ja, sehr schön. Auch wenn er mich jetzt hier gerade so am
Anknurren ist. Ja, cool, dann gucken wir uns den Baum doch mal an. Ist jetzt schade, dass es jetzt so dunkel ist. Aber ich glaube, wir können das jetzt leider auch nicht mehr einstellen aktuell. Der sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt erstmal noch darum kümmere, Simba noch ein wenig zu leveln. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder mit der letzten Quest, die wir dann überhaupt noch haben vom König der Löwen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.